Schon kurz vor 10 Uhr an einem Augustsonntag war auf dem Marktplatz in Grimma viel Bewegung. Aus Lautsprechern ertönte dezent Musik. Ein Start-Ziel-Tor war mitten auf dem Markt aufgestellt und vor dem Stadthaus zeigte der MC Grimma, dass er und der ADMV 60 Jahre alt geworden sind. Aus diesem Grund fand in diesem Jahr keine Rallye, sondern eine etwas gemütlichere Ausfahrt statt. Der Einzige, der das etwas anders sah, war Petrus. Denn schon die ersten Zuschauer trugen neben ihrer Neugierde auf die alten Fahrzeuge auch gleich noch einen Regenschirm zur Schau. Dieter Klass, Vorsitzender des MC Grimma, umriss für uns kurz die 60 Jahre Motorsportgeschichte des Vereins. Die sind wirklich schnell vergangen, die 60 Jahre. Und der MC Grimma ist 1957 hier hinter mir im Ratskeller gegründet worden. Dabei war der bekannte Rennfahrer Manfred von Brauritsch. Und wir haben auch jetzt noch zwei Gründungsmitglieder in unserem Verein, die noch aktiv sind. Das ist zum Beispiel der Fritz Klaas und der Hans Schneider. Das sind Gründungsmitglieder dieses Vereins. Wir sind inzwischen, haben uns gewandelt in den Oldtimer-Verein. Bis zur Wende hin hatten wir sehr viele Sparten vom Rennsport, Karwagensport, Trailsport. Und jetzt nach der Wende, wie gesagt, zum Oldtimer-Sportclub gewandelt. Schon zur Tradition geworden ist der Start in Sermut beim Muldefest. Die Ausfahrt führte dann direkt nach Grimma auf den Markt, wo die Karawane schon leicht zerrissen durch die Hohenstädter Straße ankam. Unterstützt wurde der MC Grimma durch 8 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstedt, die auch die Ersteinweisung der Ankömmlinge vornahmen. Aufgestellt wurden die Oldies nach Fahrzeugarten und deren Größe. Mittlerweile hatte sich der Markt mit Zuschauern gut gefüllt, die sich nun das ein oder andere Schätzchen aus der Fahrzeuggeschichte Europas anschauten. Unser Interesse weckte ein Rollfix. Man kann salopp sagen, ein Vorläufer des BMW Isetta aus den 50er Jahren. Der Rollfix ist ein Steuersparmodell der 1920er Jahre, hatte 5,5 PS und war maximal mit 30 km/h unterwegs. Er wird später auch die Vorstellung der Fahrzeuge mit der Startnummer 1 bei der Weiterfahrt anführen. Auch zwei LKWs aus der Werdauer Fahrzeugschmiede waren mit von der Partie. Schauen wir doch nun noch einmal in die jüngere Geschichte des Fahrzeugbaus. Die ES 150 als Nachfolger des Reichstyps 125-4 war genauso ein Erfolgsmodell mit 10 PS wie sein schwächerer Vorläufer. Sie diente für viele Arbeiter und Angestellte als Transportmittel zum Arbeitsplatz. Wer es etwas bequemer angehen lassen wollte, entschied sich für einen Motorroller Berlin aus Ludwigsfelde. Der knapp 8 PS starke Roller war zu seiner Erscheinung ein Spitzenprodukt der Fahrzeugtechnik in Europa und konnte sich locker mit vergleichbaren Modellen des Westens messen. Als Besonderheit konnte man an diesem Rollermodell noch einen Campinganhänger mitführen. Die Yama 175 war ein Import aus der damaligen GSSR und hat die gleiche Kundengruppe wie die ES 150 von MZ angesprochen. Zuletzt bei den Zweirädern sei noch die AWO Sport aus Suhl erwähnt, die als einziges serienmäßig hergestelltes Motorrad mit Viertaktmotor ausgestattet war. Der Bau musste auf Druck der SED zugunsten der geplanten Mopedproduktion eingestellt werden. Bei den Autos, immer schön anzusehen, ein Trabant 600 mit der Karosse seines Vorläufers. Ausstellfenster sind heute nur noch bei wenigen Fahrzeugen erhältlich, da sie als Schwachstelle für Fahrzeugeinbrüche bekannt sind. Und nun zum Start. Alexander Romeike fungierte als Moderator und stellte mit kurzen treffenden Worten die Starter für den nächsten Streckenabschnitt vor. Wie schon erwähnt, war der Rollfix die Nummer 1. Dann ging es munter durcheinander, wie eben die Fahrzeuge aufgestellt waren oder ansprangen. Wir konnten bei der Stadtrundfahrt durch Grimma mit einem 90 Jahre alten Dixie, der in Eisenach gebaut wurde, mitfahren. Geräumig ist etwas anderes. Bei einem Blick in Richtung Pedale war die Fahrbahn sichtbar und das war damals nicht ungewöhnlich. Instrumente waren kaum vorhanden. Man hat das Gefühl, der Scheibenwischer wird noch direkt eingeschaltet. Die Fahrtrichtung zeigt kein Blinklicht, sondern ein Winker an. Natürlich durften Wartburg 311 und Co. nicht fehlen. Auch Motorräder aus den USA fanden damals schon den Weg nach Europa, so die Indiengespanne. Um die Mittagszeit war dann der ganze Lärm und Dunst auf dem Markt von Grimma verflogen. Wünschen wir weiterhin eine gute Fahrt und den Besuchern weitere interessante Veranstaltungen des MC Grimma e.V.